Liebe Freundinnen und Freunde des Kinderpalliativzentrums von Dackel, ein ganz besonderes Jahr neigt sich zum Ende. Jetzt kurz vor Weihnachten ist es Zeit, zurückzuschauen. Was hat uns 2020 gebracht? Welche Herausforderungen mussten wir bewältigen? Da denken wir zuallererst an Corona. Wir würden viel lieber an 10 Jahre Kinderpalliativzentrum Dackel denken. Aber leider ist ja das Fest zu dem 10-jährigen Bestehen ins Wasser gefallen oder in den Corona-See gefallen. Und wir mussten uns anderen Herausforderungen stellen, als ein Fest zu organisieren. Wir haben das Ganze online gemacht. Das war wunderschön, wie viel Unterstützung wir bekommen haben von vielen Spenderinnen und Spendern, aber auch von der Bundesfamilienministerin, dem Bundesgesundheitsminister. Das hat uns sehr stolz gemacht, das ganze Team, und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Dann brach Corona aus, die größte Pandemie, die jemals in Deutschland stattgefunden hat. Und noch immer kämpfen wir mit diesem Virus. Was bedeutet das für das Kinderpalliativzentrum und die Station Lichtblicke? Das heißt, im März schon haben wir eine Strategie entwickelt, um die Station, die man im Hintergrund sieht, in 2 Hälften zu teilen. Eine Hälfte für Patienten, die den Verdacht haben auf eine Coronavirus-Infektion oder wo dieser Virus nachgewiesen wurde. Und die andere Hälfte für Patienten, die nicht diesen Verdacht haben und die keinen Virusnachweis haben. Und wichtig war diese Trennung, um die einen Patienten sicher zu versorgen und die anderen Patienten vor Ansteckung zu schützen. Das hieß für unser Team auch, dass wir das Team teilen mussten, mit ganz viel Aufwand, das heißt, wir mussten mehr Dienste besetzen, wir brauchten mehr Dienstzimmer, wir sind den ganzen Tag und laufen immer noch mit diesen FFP2-Masken herum. Und es war für alle doch sehr anstrengend und ist immer noch sehr anstrengend. Das war Corona und ist immer noch Corona für die Kinderpalliativversorgung. Das Gleiche gilt natürlich für die Versorgung der Kinder zu Hause. Auch das ist wegen der Schutzkleidung, wegen all dem, was wir tun müssen, für das gesamte Team anstrengend. Aber diese Anstrengungen sind nichts gegen die Anstrengungen für die Familien und für die Kinder. Ganz, ganz viele Familien sind auf sich gestellt. Sie können ihre Kinder nicht mehr in Einrichtungen geben, die sie eigentlich mit betreuen, also zum Beispiel in eine Schule. Sie kriegen ganz viele Therapien nicht mehr, die für diese Kinder ganz, ganz wichtig sind, aus Angst, dass ihre Kinder sich anstecken. Viele dieser Familien haben ganz, ganz große finanzielle Nöte, weil Jobs weggebrochen sind, weil Kurzarbeit drohte oder weil sie ihr eigenes kleines Unternehmen nicht mehr so haben betreiben können, wie es eigentlich gut für sie wäre. Und trotzdem schauen wir mit Zuversicht auf das Jahr 2021. Wir werden eine wirksame Impfung bekommen, die vor allen Dingen auch für Kinder mit lebenslimitierenden Erkrankungen sehr, sehr wichtig ist, für deren Eltern, Großeltern und Geschwister. Und wir können zusammen in das Jahr 2021 gehen, weil das Jahr 2020 hat uns noch viel mehr zusammengeschweißt als das Jahr 2019. Auch im Jahr 2020 waren ganz, ganz viele Spenderinnen und Spender an unserer Seite, ganz viele Helferinnen und Helfer aus der Politik, aus der Nachbarschaft, aus der Stadt Datteln, der Stadt Waltrop, der Stadt Oer-Erkenschwick, aus dem Kreis Recklinghausen. Ganz viele Menschen haben uns unterstützt. Und ganz viele Menschen haben uns auch unglaublich berührt. Geschichten, wo sie selber existenzielle Nöte haben und trotzdem noch etwas für das Kinderpalliativzentrum in Datteln machen, das verdient unsere Hochachtung und ist einfach wunderschön zu erleben. Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, trotz dieser Bedrohung durch eine Virusinfektion. Bleiben Sie möglichst in Ihrer kleinen Familie, besuchen Sie Großeltern und die Großeltern, Großtanten, nur wenn es absolut nötig ist, wenn sie vielleicht schwer erkrankt sind, und schützen sie sich vor Infektionen, sodass unsere Gesellschaft gestärkt ins Jahr 2021 gehen kann. Danke für Ihre Unterstützung und auf bald.